Kapitel 13, Abschnitt 9. Der Weg der Erlösung. Wenn ihr die Schuldlosigkeit eines Bruders akzeptiert, werdet ihr die Versöhnung in ihm sehen. Denn indem ihr sie in ihm verkündet, macht ihr sie zu eurer. Und das, was ihr gesucht habt, werdet ihr sehen. Ihr werdet das Symbol der Schuldlosigkeit eures Bruders nicht in ihm leuchten sehen, solange ihr noch glaubt, dass sie nicht dort ist. Seine Schuldlosigkeit ist eure Versöhnung. Gewährt sie ihm, und ihr werdet die Wahrheit dessen sehen, was ihr anerkannt habt. Doch wird die Wahrheit zuerst angeboten, um empfangen werden zu können, genauso wie Gott sie zuerst seinem Sohn gab. Das Erste in der Zeit bedeutet nichts, aber der Erste in der Ewigkeit ist Gott der Vater, der sowohl der Erste als auch der Eine ist. Über den Ersten hinaus gibt es keinen anderen, denn es gibt keine Rangordnung, keinen Zweiten oder Dritten und nichts als den Ersten. Ihr, der ihr zur ersten Ursache gehört, erschaffen seid von ihm nach seinem Ebenbild und Teil von ihm, ihr seid mehr als nur schuldlos. Der Zustand der Schuldlosigkeit ist nur die Bedingung, in der das, was nicht da ist, aus dem ungeordneten Geist entfernt worden ist, der dachte, es sei da. Diesen Zustand und nur diesen müsst ihr erlangen mit Gott an eurer Seite. Denn bis dahin denkt ihr immer noch, ihr wärt von ihm getrennt. Vielleicht könnt ihr seine Gegenwart in eurer Nähe fühlen, doch könnt ihr nicht erkennen, dass ihr eins mit ihm seid. Das kann auch nicht gelehrt werden. Das Lernen gilt nur der Bedingung, unter welcher dies von selbst geschieht. Sobald ihr alles, was die Wahrheit in eurem allerheiligsten Geist verschleiert hat, für euch habt aufheben lassen und deshalb in Gnade vor eurem Vater steht, wird er sich selbst euch schenken, wie er es immer tat. Sich selbst schenken ist alles, was er kennt, und daher die ganze Erkenntnis. Denn was er nicht kennt, das kann nicht sein und deshalb nicht gegeben werden. Bittet nicht darum, dass euch vergeben werde, denn das ist bereits vollbracht. Bittet vielmehr darum, zu lernen, wie ihr vergeben und das, was immer war, eurem Geist, der nicht vergibt, zurückerstatten könnt. Die Versöhnung wird wirklich und sichtbar für diejenigen, die sie anwenden. Auf Erden ist das eure einzige Funktion, und ihr müsst lernen, dass das alles ist, was ihr lernen möchtet. Ihr werdet euch schuldig fühlen, bis ihr das gelernt habt. Denn am Ende erwächst eure Schuld, welche Form sie auch immer annehmen mag, aus eurem Versagen, eure Funktion in Gottes Geist mit dem Euren zu erfüllen. Könnt ihr dieser Schuld dadurch entrinnen, dass ihr versäumt, eure Funktion hier zu erfüllen? Ihr braucht die Schöpfung nicht zu verstehen, um zu tun, was zu tun ist, ehe diese Erkenntnis eine Bedeutung für euch erlangt. Gott durchbricht keine Schranken, ebenso wenig wie er sie errichtet hat. Wenn ihr sie fallen lasst, sind sie nicht mehr da. Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Entscheidet, dass Gott in Bezug auf euch Recht und ihr Unrecht habt. Er hat euch aus sich selbst erschaffen, aber trotzdem in sich. Er weiß, was ihr seid.
erinnert euch, dass es keinen zweiten neben ihm gibt. Daher kann niemand ohne seine Heiligkeit noch irgendjemand seiner vollkommenen Liebe unwürdig sein. Versagt nicht in eurer Funktion, an einem lieblosen Ort, aus Dunkelheit und Täuschung gemacht, zu lieben, denn auf diese Weise werden Dunkelheit und Täuschung aufgehoben. Lasst euch nicht selbst im Stich, sondern bietet Gott und euch stattdessen seinen schuldlosen Sohn an. Für diese kleine Gabe der Würdigung seiner Liebe wird Gott selbst eure Gabe gegen die seine austauschen. Bevor ihr irgendwelche Entscheidungen für euch selber trefft, erinnert euch, dass ihr euch gegen eure Funktion im Himmel entschieden habt. Und überlegt dann sorgfältig, ob ihr hier Entscheidungen treffen möchtet. Eure Funktion hier ist nur, euch dagegen zu entscheiden, dass ihr entscheidet, was ihr wollt, in der Einsicht, dass ihr es nicht wisst. Wie könnt ihr also entscheiden, was ihr tun sollt? Überlasst alle Entscheidungen dem, der für Gott spricht und für eure Funktion, wie er sie kennt. So wird er euch denn lehren, die schreckliche Bürde abzulegen, die ihr euch selber auferlegt habt, indem ihr Gottes Sohn nicht liebtet und versucht habt, ihn Schuld anstatt Liebe zu lehren. Gebt diesen fieberhaften und wahnsinnigen Versuch auf, der euch um die Freude betrügt, bei eurem Gott und Vater zu leben und froh zu seiner Liebe und Heiligkeit zu erwachen, die sich gemeinsam als Wahrheit in euch verbinden und euch eins mit ihm machen. Wenn ihr gelernt habt, wie man mit Gott entscheidet, werden alle Entscheidungen so leicht und richtig wie das Atmen. Es bedarf keiner Mühe und ihr werdet so sanft geleitet, als würdet ihr im Sommer einen ruhigen Weg entlang getragen. Nur euer eigenes Wollen scheint das Entscheiden so schwer zu machen. Der Heilige Geist wird nicht zögern, euch jede eurer Fragen zu dem, was ihr tun sollt, zu beantworten. Er weiß es, und er wird es euch sagen und es dann für euch tun. Ihr, der ihr müde seid, werdet sehen, dass das erholsamer als Schlaf ist. Ihr könnt eure Schuld in den Schlaf mitnehmen, aber nicht in dies hinein.